radel door. Jo, mir san mit 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 radel door. Niks ging die radel voor, hè. Op een was maar een chanson. Liever is me zo wie dat rent in Texas. Hij heeft gelezen in een Zeitung. In Texas haben ze als Fortbewegungsmittel nur Roos. Pferde haben ze da. Gaule. Ja, Gaule habe ich gesagt, nicht Gaule, Gaule. Habe ich gelesen in der Zeitung, da in Texas. Da der Cowboy Jimmy, den werdet ihr nicht kennen, gell? Ja, ich habe auch nicht kennengelernt, selbst bevor ich es gelesen habe. Aber jetzt war, drüben sagen sie Cowboy, bei uns ist er Knecht. Aber das schön ausschaut, sagen sie drüben Cowboy. Da hat der Cowboy Jimmy den dortigen Seelsorger im Fahrer eine Rose geschenkt, weil sein Auto hier war. Und die Seelsorge war so groß, jetzt ist er nicht zusammengekommen. Kennen Sie aus, jetzt hat ihm der Jimmy eine Rose geschenkt. Hat der Fahrer gesagt, Jimmy, das ist eine gute Tat von dir. Aber leider hat er gesagt, kann ich nicht annehmen. Kennen Sie aus, hat er gesagt, ich kann nicht reiten. Ich bin mein Lebtag noch nie auf so einem Apparat umgesessen. Ja, hat der Jimmy gesagt, Hochwürden, wir brauchen Sie nicht reiten können, den habe ich eigens für einen dressiert. Hat er gesagt, da brauchen Sie nicht bloß aufsitzen. Hat er gesagt, wenn Sie umsitzen, sagen Sie Gott sei Dank, und der geht schon. Der marschiert schon, hat er gesagt, da brauchen Sie noch nichts mehr denken. Na, sagt dann, wenn Sie mal stehen bleiben wollen, Hochwürden, dann sagen Sie Amen. Amen. Das müssen Sie auch kennen, nicht vom Beruf her. Also hat der Pfarrer gesagt, wenn es so einfach ist, dann bocken. Hat sich aufgesetzt. Kaum ist er umgesessen, hat er gesagt, Gott sei Dank. Buhren, der Gaul hat ins Marschieren angefangen. Sie aber mit so einer Schnelligkeit, dass im Pfarrer sofort der Angstschweiß ausgebrochen ist. Der ist noch nie im Leben auf so einem Apparat umgesessen. Jetzt hat er in die Aufregung vergessen, wie man sagt, dass er wieder stehen bleibt. Und 100 Meter vor ihm hat sich eine Schlucht aufgetan. Jetzt ist ihm nichts anderes übergeblieben, als dass er das Beten angefangen hat. Und zum Glück ist er mit dem Gebet, mit dem Amen, einen halben Meter vor der Schlucht zum Stehen gekommen. Da hat er runtergeschaut, der Pfarrer, dann hat er gesagt, Gott sei Dank. Ich muss Ihnen so von ehrlich sagen, da ist man bei uns Herren trotzdem geblieben. Schauen Sie, muss ich Ihnen sagen, wenn heute so ein Auto steht, da kannst du Gott sei Dank sagen oder Amen, wenn er steht, steht er. Kannst du auch was mit. Hilft dir aus Fluchen nichts? Hilft dir auch nichts? Habe ich gesehen, bei uns da haben sie, weil wir gerade vom Fahrer geredet haben, bei uns da haben unser Fahrer, der ist kürzlich herausgestanden auf der Straße, ist vom Nachbarn, wo der Franzi mit seinem Moped da gestanden. Und das ist ihm nicht angesprungen. 50 Mal hat er schon runtergedreht und ungeflucht hat er, sowas gibt es überhaupt gar nicht. Oder runtergedreht hat er gesagt, kraxen Gott verdammte Buben, wenn du nicht bald anspringst, hat er gesagt, ich hau dich durch die Luft umeinander, so schnell kannst du gar nicht schauen. Der Fahrer zu übergeben hat er gesagt, mein Sohn hat er gesagt, weil fluchen darfst du nicht.
Had ik gezegd, want vloegst, dan weet het motor het niet keert. Zeg dat dan moest mijn oog uitretten, dan zou ik maar in Gottes namen. Had ik gezegd, dan geht's ja. Als zo had de Frans, ik zeg, nou meer is woest. Had ik gezegd, hoog weet niet, probeer het. Had er oog uitret. Had ik gezegd, in Gottes namen. Af van mij het smoot bedankt van om voort te worden. Had ik voor een oog geschaut, had ik gezegd, groet zit hier, dat is hij maar niet denk. Niks. Ja, das sind halt so Sachen. Schauen Sie, wenn man so auf der Straße ist, immer mit dieser Radlfahrer. Schauen Sie, unser Pfarrer zum Beispiel, wenn wir gerade von dem reden, unser Pfarrer fährt jeden Tag mit seinem Fahrrad in die Messe. Und bei uns daheim, wenn du von der Kirche runterfährst, geht es bergab. Ja, das ist bei uns so. Da. Bei uns geht es immer bergab, wenn du da runterfährst. Und unser Fahrer muss runterfahren, weil die Kirche, wo er Mess lesen tut, ist ein wenig weiter unten. Und kürzlich ist er runtergefahren. Gehen Sie aus, um 6 in der Früh zu der 6er Mess. Ist er runtergefahren und weil es jetzt schon so kalt worden ist, ist er freihändig runtergefahren, weil er keine Feistlinge mitgehabt hat. Gehen Sie aus, und wie er so runterfährt, auf einmal ist der Inspektor Haslinger, den werden Sie nicht kennen, gell? Ja, der ist bei einem Alleebaum gestanden. Bitte, ich weiß nicht, ist er in der Früh erst zugekommen oder ist er vom Vortag noch durchgelaufen? Auf jeden Fall hat er nicht gescheit gesehen, gell, weil er so eine Tarnfarbe gehabt hat. Mit einem Alleebaum hast du ihn gar nicht unterscheiden können. Und wie der Hochwürden so daherteifelt, über den Berg ist er gleich dann gesprungen. Hat er gesagt, halt aus, Hochwürden, stehen bleiben bitte. Hat der Hochwürden gesagt, was gibt's denn, Herr Inspektor? Hat der Haslinger gesagt, Hochwürden, es tut mir leid, von einer kriege ich einen 50er. Hat er gesagt, ganz freihändig fahren ist verboten. Der Fahrer gesagt, wieso denn gleich 50 Schilling? Hat er gesagt, warum soll ich nicht freihändig fahren? Hat er gesagt, wenn ich keine Handschuhe mit haben müsste, halt. Nein, sagt er, das tut mir leid. 50 Schilling. Gesetz ist Gesetz, hat er gesagt, Hochwürden, das gibt für ihn auch. Hat er gesagt, es braucht nur wer da reinen, hat er gesagt, nicht bis dass sie um die Balance greifen. Hat er gesagt, da war ich schon zu spät. Ne? Sagt er, oder irgendwie anderen, also freihändig fahren ist verboten. Hochwürden, 50 Schilling. Der sagt, es rennt eh nicht am Down, hat er gesagt, der Inspektor, um 6 in der Früh ist kein Mensch unterwegs. Sagt er, das macht nichts. Das macht gar nichts, hat er gesagt, wenn er nicht am Down rennt, sie brauchen nur in ein Schlagloch eine Teufel. In ein Schlagloch, hat er gesagt, das kennen sie, in so ein Gemeindeeigentum. Ne? Sagt er, wenn sie in so ein Schlagloch eine Teufel verreist sind, hat er gesagt, klingen sie auch da. Hat er gesagt, dann passiert ihnen so etwas. Nein, hat er auch gesagt, mir passiert nichts, weil bei mir fährt der liebe Gott. Ach so, hat er gesagt, da schon her. Dann sollen sie 100 Schilling, hat er gesagt, weil zu zweit fahren ist auch verboten. Also. Ja. Nichts gegen die Radlfahrer, kennt ihr aus. Aber schaut, es ist ja ganz wurscht, wo es die heute hieß. Alles, was sie dreht, ist gefährlich. Ja, man denkt sich, kürzlich bin ich in Wern in einer Straßenbahn drin gesessen. Kennt ihr aus, in einer Tramwei, voll besetzte Tramwei. Auf einmal ist einer gekommen mit einem Schleiderer. Gehen Sie aus, Schleider ist ein alkoholischer Zustand, wo es nicht weißt, ob das deine vier sind oder von dem, der was daneben dahin teufelt hat. Mit einem Schleider und wie so reingekommen ist auf die Plattform oder die Tiere aufgeschoben oder gesagt, hallo? Hat er gesagt, jetzt bin ich da. So hat er gesagt, jetzt muss ich euch was sagen, meine Herrschaften, Ruhe bitte. Hat er gesagt, rechts sitzen lauter Idioten und links lauter Ehebrecher. Ist links ein älterer Herr aufgestanden, hat gesagt, Entschuldigung, hat gesagt, so eine Frechheit ist mir mein Leben noch nie passiert. Sagt er, Sie nennen mich ein Ehebrecher, hat er gesagt, ich bin 45 Jahre verheiratet, habe meine Frau überhaupt noch nie betrogen und Sie nennen mich ein Ehebrecher? Hat der mit dem Schleider gesagt, hat er gesagt, oh, Entschuldigung, der Herr, dann sitzen Sie auch verkehrt, dann gehört es da oben. Apropos Scheidungsgrund, fällt mir was ein. Sie, heutzutage ist ja Scheidung eh überhaupt nichts mehr. Heute kriegen Sie jede Scheidung schon, kannst du sagen, in einem Spargeschäft. So billig gängen schon her, die Scheidungen. Bei uns da haben wir jetzt kürzlich eine zum Rechtsanwalt gegangen und sagt, Herr Doktor, ich möchte mich scheiden lassen. Er sagt, um Gottes Willen, eine Frau, Sie wollen einen scheiden lassen. Das darf ja gar nicht wahr sein. Hat er gesagt, ich kenne Ihren Mann so gut, er ist so ein hochanständiger Mensch, er trinkt nichts, er raucht nichts, er hat keine anderen Frauen. Und Sie wollen einen scheiden lassen. Er ist sogar so gut und gestattet in einen Hausfreund. Er hat gesagt, sehen Sie, das ist ja der Scheidungsgrund, der Hausfreund. Da verlässt sich über einen am anderen. Scheidungsgrund.
Hé, maar zijn heer is ook niet braaf, zeg je zo. Niet meer iets. Mijn vrouw werd ze niet kennen, hè? Dat is een soort. Heeft me een gouden kop, hè? Zie, om een zo'n jarenstijd, dan is het nog een speler. Op een vaarsingbal heb je ze kennengelernt. Maskeerd zijn we gegaan. Ja, zeker wel, want anders zijn ze niet gehad. Ik ben dus met een duschleis gegaan. En zie je een schlauchboot. Wir waren ein Schenspal, das sagen wir. In Erich, mein Freund, war ein Seeburg gestellt. Und ich gesagt, Erich, schau dir die an, das wird die meine. Hat er ganz leise zu mir ins Ohr gesagt, sagt er, Fritz, schaust du gar nicht. Schau dir die an, wie die ausschaut. Die hat Ophirs. Und wo andere ja einen Balkon haben, hat die deine Nischen. Und ich gesagt, das kannst du laut auch sagen, Herrn, tut's auch nichts mehr. Sie, dann sind wir alle zwei mit ihr heimgegangen, nach dem Faschingball. Aber nur bis vor die Haustür. Und vor der Haustür habe ich das Kitterl ein wenig aufgekommen. Hat der Erich gesagt, schaust du dich überhaupt nicht, kannst du das nicht hinter der Haustür tun? Habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Mein Kaderl hat einen Holzfuß auch noch. Und da habe ich herum eine Nage eingeschlagen, da hängt der Haustürschlüssel drauf. Ja. Kennen Sie aus, aber der Holzfuß hat mir eh nichts gemacht. Das war nur ein Alter mit einem Gewind. Jetzt mal, wenn wir Walzer getanzt haben, ist hier wie länger geworden. Das Gewind ausgedreht. Da habe ich gesagt, Kaderl, tanzen wir nach links, dass du wieder oben kommst. Aber jetzt habe ich sie nicht mehr. Die ist mir eingegangen. Da bin ich eh nicht gewusst, was ich tun. Sie haben gesagt, Fritzi gibt einen guten Rat, lass verbrennen. Der andere hat gesagt, ich soll es eingeräumt lassen. Ich habe nicht gewusst, wo ich anfangen soll. Dann habe ich es verbrennen lassen und dann eingeräumt. Ich habe mir gedacht, sicher ist sicher. Sie, ich bin sogar so gut gewesen, bin bei uns daheim in Gmunden zu unserem Pfarrer gegangen und habe gesagt, Hochwürden, ich brauche ein schönes Begräbnis für meine Alte. Ich habe gesagt, Fritz, hast du was? Sag ich, haben du nichts. Er sagt, dann geht auch nichts mit einem schönen Begräbnis. Hast du gar nichts? Habe ich gesagt, nein. Nein, sag ich, hast du gar nichts? Zwei Schwestern hätte ich. Er sagt, du Depp, mit dir kann ich auch nichts tun. Sag ich, das weiß ich eh, Hochwürden, die sind auch zu nichts. Sagt er, wieso sind die zu nichts? Habe ich gesagt, die eine Hochwürden, die ist gemietskrank. Sagt er, wieso ist die gemietskrank? Ja, sag ich, das sagt schon jeden Mann, den was sieht auf der Straße, gemiet. Habe ich gesagt, und die zweite, die ist vollkommen vergeraten. Hat er gesagt, wieso ist die vergeraten? Habe ich gesagt, die ist im Kloster. Sagt er, du Rindfisch, dann ist sie nicht vergeraten, dann ist sie die Braut des Herrn. Ach so, habe ich gesagt, na ja, Hochwürden, dann haut sie hin. Dann machen wir ein schönes Begräbnis für meine Alte und sie schicken die Rechnung meinen Schwagern. Sie, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich dazukomme, dass ich da meine intimsten Familienverhältnisse erzähle. Ich sag's mir auch nicht, wie es bei euch daheim zugeht. Hätten wir auch eine Gaudi, meine ich, oder? Das sind so Sachen. Sie, weil wir gerade von Zuge reden, fällt mir ein, kürzlich war ich bei so einer Veranstaltung, da ist einer vor mir gesessen. Nur damit sehen, was von der Bühne aus alles daher können. Da ist einer vor mir gesessen und ein dünner. Ja, der ist mir aufgefallen, weil es heute eh keinen Dünner mehr gibt. Also ein magerer. Und nach ein paar Minuten ist schon länger allein gesessen, ist einer dazugekommen, es war ein dickerer. Habe ich gerade gehört, wie der Dicke zum Dünner gesagt hat. Hat er gesagt, Servus, hat er gesagt, gut, dass ich dich rief. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Hat er gesagt, du bist mir schon angegangen. Hat er gesagt, wie geht's dir denn? Hat er gesagt, Dankeschön, gut. Sagt er, du, hat er gesagt, weißt du, was mich interessiert? Sagt er, was tust denn du? Hat er gesagt, dass du nicht dicker wirst. Hat er gesagt, vor 10 Jahren hast du genauso ausgeschaut als wie heute. Hat er gesagt, und ich nehme mal zu, sagt er, wie ganz narrisch. Und du bleibst so wie gleich drin. Hat der Dini gesagt, sagt er, ich tue alle Tag dasselbe. Sagt er, ich komme auf Nacht heim, sagt er, saus eine in die Küche. Hat er gesagt, reiß den Kühlschrank auf, schau rein, nichts Gescheites drin, trau um und geh ins Schlafzimmer, leg mich zu meiner Frau. Hört auf, wie hat der Dicke gesagt, ziehst du es und ich mach's genau verkehrt.
Oder gesagt, ich komm heim, geh ein ins Schlafzimmer, reiß das Bett auf, schau ein, nix gescheites drin, drau um, geh in die Küche, reiß in den Kühlschrank ab und friss mich an. Das sind Methoden, kennst du aus. Es gibt schon so einen. Erleben tut mir was, bis du aus der Renten kriegst, mir lieber. Sieh, apropos Renten, fällt mir was ein. Kürzlich ist einer heimgekommen und hat gesagt, Alter, hat er gesagt, du, jetzt ist es soweit. Sagt, jetzt habe ich meine Jahre benannt. Hat er gesagt, jetzt ist es mit der Renten soweit. Hat er gesagt, morgen geh ich zum Doktor, lass mich untersuchen, ob ich rentenreif bin. Dann geht mein schönes Leben an. Nächsten Tag ist er zum Doktor gegangen, hat der Doktor gesagt, was wollen Sie denn? Hat er gesagt, Entschuldigung, bitte, ich möchte nur eine Untersuchung haben, ob ich rentenreif bin. Hat der Doktor gesagt, ist in Ordnung, machen Sie oben frei. Der hat oben frei gemacht. Der Doktor hat hingeschaut, hat er gesagt, ist in Ordnung, rentenreif. Ist er heimgegangen, hat seine Frau gesagt, na, und sagt, Alter, wie schaut's aus? Kriegst du Renten? Hat er gesagt, Alter, haut schon hin. Die Renten haben schon fast in den Sack, hat er gesagt, Gesuch läuft. Der Doktor hat mich auch untersucht. Und schnell ist gegangen, hat er gesagt, Alter, schnell ist gegangen. Hat er gesagt, der Doktor hat gesagt, ich soll ich oben frei machen. Und dann hat er gesagt, rentenreif. Mein hat gesagt, Alter, du bist der Chopperl. Hättest du unten auch frei gemacht, hat er gesagt, hätte mich einen hilflosen Zuschuss auch noch gekriegt. Du weißt ja buchstäblich nicht mehr mit, was du fahren sollst heutzutage. Das ist sogar in der Tramwehr so. Nicht? Oder bitte, dabei musst du aufpassen, dass du nicht im gefällten Zug zum Beispiel sitzt. Im gefällten Zug ist genau dasselbe. Kürzlich ist einer weggefahren von Wern in den Zug, kennst du aus, Richtung Linz war aufgefahren, nach St. Pölten. Und wie er so im Zug drin sitzt, auf einmal kommt der Schaffner, hat er gesagt, Entschuldigung, hat er gesagt, wie weit haben wir denn nur nach St. Pölten? Hat der Schaffner gesagt, sind wir gleich dort. Dauert gar nicht mehr lang, hat er gesagt, vielleicht 3 Minuten. Aber warum wollen Sie nach St. Pölten? Hat er gesagt, da bleiben wir nicht stehen, wir fahren durch. Was hat der Reisende gesagt? Durchfahren? Ich sag, darum Gottes Willen, hat er gesagt, dann hat mir der in Wien auf dem Schalter eine blöde Auskunft gegeben. Durchfahren können Sie nicht, hat er gesagt, weil ich muss in St. Pölten aussteigen. Dann hat er gesagt, das tut mir leid, hat er gesagt, wir fahren durch. Sagt der Herr Schaffner, das ist eine Katastrophe, ich muss aussehen in St. Pölten. Sagt er, wenn ich da nicht rausgekomme, sagt er, der tut sich was, auf mich warten 40 Leute. Der Schaffner gesagt, und wenn 400 warten, wenn ich ihnen sage, wir bleiben nicht stehen, wir fahren durch. Ja, sagt er, bitte, wenn sie unbedingt raus wollen, hat er gesagt, gehen Sie aus, dann gibt es nur eine Möglichkeit, hat er gesagt, wir fahren durch die Station eh ein wenig gemütlicher. Stellen Sie ihn aufs letzte Trittbrett, hat er gesagt, und ich gehe auch mit ihnen raus. Hat er gesagt, und wenn die Station kommt, hat er gesagt, dann packe ich ihnen beim Knack. Und lasse ihn langsam runter, hat er gesagt, dann rennen sie mit. Und wenn sie ungefähr die Geschwindigkeit vom Zug haben, dann lasse ich ihn aus und sie rennen langsam weiter, hat er gesagt, dann sind sie in St. Pölten. Mei, hat der Herr gesagt, wenn sie so lieb waren, hat nicht lange gedauert, ist St. Pölten gekommen, hat der Schaffner gesagt, hat er gesagt, na also, gehen wir es an. Hat er sie runtergeschüttet aufs Trittbrett. Der Schaffner hat ihn beim Knack gepackt. Hat ihn langsam runtergelassen, hat er gesagt, so und jetzt rennen's. Und er hat ins Rennen angefangen und wie er ungefähr die Geschwindigkeit gehabt hat, hat der Schaffner auslassen und der Zug ist langsam weitergefahren und der ist wie mitgerannt. Auf einmal ist der letzte Waggon vorbeigekommen. Da war der andere Schaffner drin, der hat den auch noch Renner gesehen, hat einen Schnapp beim Knack, hat ihn wieder aufgezogen, hat er gesagt, halt's, das haben sie noch nicht gedacht, dass sie den Zug nach Linz nicht erwischen. Das war eine gute Tat, möchte ich sagen, von dem. Siehst du, kürzlich in der Schule hat bei uns in der Lehrer in der Schule gesagt, Buben hat er gesagt, eins muss ich Ihnen schon sagen, das Wichtigste im Leben, hat er gesagt, ist immer menschlich bleiben. Allwie menschlich bleiben.
Hat er gesagt, zum menschlich bleiben gehört natürlich auch jeden Tag eine gute Tat dazu. Hat er gesagt, merkt euch das jetzt schon, wo es Kind rauf, bis ins hohe Alter auf, wie immer eine gute Tat. Hat er gesagt, wer von euch hat schon eine gute Tat gemacht heute? Ist der Karl aufgestanden und gesagt, bitte, Herr Lehrer. Er sagt, was hast du denn da? Hat er gesagt, Herr Lehrer, ich habe heute in der Früh eine alte Frau über den Zebrastreifen umgeführt. Sagt er, brav, das ist eine gute Tat. Wer von euch hat nur eine gute Tat gemacht, ist der Narz hinten auf der Teufel. Hat er gesagt, ich, Herr Lehrer, ich habe auch schon eine gute Tat hinter mir. Sagt er, was hast denn du da? Hat er gesagt, Herr Lehrer, ich habe heute in der Früh drei alten Frauen meinen Hund nachgejagt. Sagt er, du Lausbub, das ist ja keine gute Tat, das ist eine Gemeinheit. Nein, hat er gesagt, das ist eine gute Tat. Hat er gesagt, was glauben denn Sie? Hat er gesagt, Herr Lehrer, die drei wollten zum Zug, wenn ich den Hund nicht auslasse, hätten sie ihn versammt. Gute Tat. Ideen haben die Kinder. Soll ich ja gar nicht glauben, wie es auf solche Sachen draufkommen. Kürzlich bin ich bei einer Bekannten gesessen. Ist der Bub einer Teufel, der so 5 Jahre wieder gewesen sein. So ein kleiner Bub. Einer bei der Tür hat gesagt, Mami. Er sagt, jetzt bin ich neugierig, wie lange steht das denn umeinander? Hat er gesagt, Mami, du, jetzt muss ich dir was sagen. Mami, ich sag das eh gleich. Mami, kannst du dich erinnern? Du, Mami, jetzt sag ich dir nämlich was. Du, Mami, kannst du dich erinnern, dass du heute in der Früh zu mir gesagt hast, ich darf nicht hinausgehen, weil da hast du so eine Sau wie die ist und ich mache mich ganz dreckig. Ich muss mich erinnert spielen. Mami, du, kannst du dich erinnern? Und jetzt bin ich am Dachboden aufgegangen. Mami, hat er gesagt, du, Mami, und jetzt war ich den ganzen Nachmittag war ich am Dachboden oben. Du, und da habe ich mich gespielt und jetzt bin ich extra runtergegangen und hat gesagt, weil Mami, jetzt bin ich nicht mehr auf was draufgekommen. Du, Mami, weißt du, auf was ich da draufgekommen bin? Hat er gesagt, Mami, du hast mich nämlich irgendwie angelogen. Hat er gesagt, du hast mich die ganze Zeit angelogen. Hat er gesagt, wie ich mich nämlich jetzt gespielt habe, wo wir am Dach wohnen. Hat er gesagt, Mami, bin ich in den alten Steckhosen reingekommen, weißt du? Hat er gesagt, den alten Steckhosen, hat er gesagt, und da habe ich gesehen, hängt rechts oben den Steckhosen drinnen, da von Nogi, die Krampus laufen mit der, was mich du wie geschreckt hast, wenn der Nikolaus gekommen ist. Hat er gesagt, dass es gleich weißt, Mami, du, Mami, jetzt glaube ich an keinen Krampus mehr. Hat er gesagt, und aufs Christkind glaube ich auch nicht, weil du hast mir da auch immer einen Schmerz erzählt, Mami. In den Steckhosen unten liegt eine alte Schuhschachtel und in der Schuhschachtel sind die Engelshaare drin, die was du wie gesagt hast, wenn das Christkind über den Baum mit Eifel verliert ist. Und da drinnen sind sie, hat er gesagt, das ist gleich, weißt du. Und weil wir glaube ich bei den Rehen sind, dann sage ich dir nur was, an einen Storch glaube ich auch nicht mehr, weil die Kinder werden geboren und den Bohrer finde ich auch noch. Es soll es dir nicht glauben. Ideen haben die Kinder. Sie kürzlich wie bei uns da am Spazieren gegangen. Wie bei den Nachbarn sind Garten vorbeigekommen, sind die zwei Buben. Im Garten haben sie gespielt. Der Burkhard und der Siegfried haben sie gespielt. Die zwei habe ich gerade gesehen, haben sie vor einem Benzinkanister in einer Katzenschüssel haben sie einen Benzin reingeladen. Ich sage, ist Lausbuben, sage ich, was da sind ist da. Sag ich, das ist ja du eine Tierquälerei, habe ich gesagt, das kannst du nicht, die Katze mit Benzin fordern. Sie, und da war einer, der das gerade gesagt hat, das Katze, der Herdeifel, hin zu ihren Schüssel und ausgeschlägt hat sie es. Sie kaum hat die den letzten Schläger gemacht, hat sie umgedreht, ist circa 10 Meter down, Herdeifel, mit einer Geschwindigkeit, auf wie am Lichtmast, hat sie 33 Meter umeinander gedreht und dann ist sie runter, Herdeifel. Habe ich gesagt, jetzt schaut euch sowas an. Habe ich gesagt, das Lausbummer, so eine Tierquälerei. Habe ich gesagt, das ist hiedig hat es. Haben die Buben gesagt, woher denn? Der ist nicht der Benzin ausgegangen. Tierquälerei. Sie, weil wir gerade bei der Tierquälerei sind, fällt mir ein, bei uns noch einmal haben sie einen Bauern angelockt wegen Tierquälerei, ist eine Kommission gekommen, die haben alles untersucht, in die ganzen Stallungen sind sie umeinander, eine halbe Stunde lang.
Und nach einer halben Stunde hat der eine, der Kommissar gesagt, hat er gesagt, also, sagt, ich weiß auch nicht, wer die Anzeige gemacht hat, hat er gesagt, aber finden tut man gar nichts bei Ihnen. Hat der Bauer gesagt, bei mir gibt es ja nichts. Hat er gesagt, ich habe keine Tierquälerei begangen. Hat er gesagt, kommt es einer, hat es ein wenig gejausen. Haben sie sich alle eingesetzt, sind sie drin gesessen, haben sie gejausen. Und wie sie so mitten beim Jausen sind, hat der eine Inspektor gerade beim Fenster rausgeschaut. Hat er gesehen, wie draußen der Sau über den Hof umgeteifelt ist. Mit drei Füßen. Und statt dem vierten Fuß hat es einen Holzfuß gehabt. Hat der Inspektor gesagt, Teufel, was ist denn da draußen los? Wie schaut denn die Sau aus? Hat er gesagt, die hat ja nicht drei Füße und einen Holzfuß. Hat der Bauer gesagt, nein, ist da auch was dabei? Hat er gesagt, hätte ich gleich die ganze Sau da schlagen sollen, wenn ich bloß einen Stelzen braucht habe. Sieh, da war ein Gürtel, zwei Schweine vor dem Fleischhocker sein Lohn gestanden. Hat die eine zu der anderen gesagt, mein Gott, das sagt ja so ein schlechtes Gefühl, ich weiß nicht, ich mag gar nicht reingehen. Ich habe so gesagt, wenn ich daran denke, dass ich da jetzt reingehen müsste, sagt, hier da mal die Knie. Hat gesagt, das war mir eh wurscht, hat zu der anderen Sau gesagt, hat gesagt, wenn ich wisse, dass der gut sticht, gehen die eine. Hat die andere gesagt, kannst reingehen, der sticht gut, ich bin schon zum vierten Mal da. Aber meine Damen und Herren, dass wir von der Schweinerei jetzt ein bisschen weiterkommen, gleich ein trauriges Thema. Bei uns in Oberösterreich zum Beispiel ist so der Brauch, wenn ein Bauer drei Söhne hat, studieren meistens zwei und einer übernimmt den Hof. Das ist bei uns daheim so. Bei meinem Nachbarn ist es auch so. Der hat drei Buben, zwei haben studiert, einer ist Pfarrer geworden, der zweite Tierarzt und der dritte hat den Hof übernommen. Und vergangene Weihnachten sind so alle drei zusammengekommen am väterlichen Hof. Und wie sie so beieinander sitzen, hat der Vater zu seinen drei Buben gesagt, hat er gesagt, so, gut, dass sie eigentlich alle beieinander, hat er gesagt, jetzt muss ich irgendwas sagen. Meine Herren, hat er gesagt, eng zwei habe ich studieren lassen. Hat er gesagt, hat mir einen Haufen Geld gekostet. Hat er gesagt, und dir habe ich einen Hof übergeben, sagt er, du hast auch deine Sache. Aber jetzt muss ich irgendwas sagen. Hat er gesagt, wenn es bei mir einmal so weit ist, dass ich die himmlische Rohrs antreten muss, kennen Sie aus? Da möchte ich ein wenig was zurückkommen von euch, was ich in Engel so reingesteckt habe. Sagt er, weil da verdient es eh schon jeder genug. Hat er gesagt, wenn ich gestorben bin, hat er gesagt, dann legt es mir jeder 10.000 Schilling in Sorge rein, dass ich ein wenig eine Wegzehrung habe, wenn es hinauf zugeht. Sagt er, aber weiß ich nicht, vielleicht sind da ein paar Stationen dazwischen und ich stand ohne Taschengeld da. Noch gar nicht lange aus, vor drei Monaten ist er gestorben, der Vater. Und sind so alle drei zusammengekommen beim väterlichen Sorg. Und wie sie so da gestanden sind, hat der was vorher studiert hat, das Geld aus dem Lasse gefahren. Hat 10.000 Schilling in Sorge eingelegt, um sein Versprechen einzulösen. Dann hat der Tierwart 10.000 Schilling aus der Sorge eingelegt. Und der wo den Hof übernommen hat, der hat keinen Rührer gemacht. Hat der Tierwart gesagt, du, Geweihter, du bist dran. Der hat gesagt, lass dir Zeit. Hat ein Scheckbuch rausgefangen. Hat einen Scheck ausgeschrieben mit 30.000 Schilling. Hat der Tierwart gesagt, hat er gesagt, 10.000 hat der Vater gesagt. Ja, sagt er, lass dir Zeit. Hat den Scheck mit 30.000 Schilling in Sorge reingelegt. Die 20.000 aus, hat er gesagt, die tun nur wechseln. Kennen Sie aus, das ist Schlauheit, gell? Sieh mal, weil wir gerade bei den traurigen Themen sind, man soll es ja gar nicht glauben, was es gibt. Bei uns daheim in Spital, der Sepp und der Nazi, die sind Leichenträger bei uns in Spital. Alle zwei. Nicht Leichen, so die Krankenträger sind sie. Kennen Sie aus? Vorige Woche sind sie über die Stirn runtergegangen, alle zwei. Und wie sie so über die Stirn runtergegangen, ist einer der Oberarzt begegnet. Hat er gesagt, gut, dass ich euch triff, hat er gesagt, in Saal, um den 13er Saal, liegt einer, der gehört ins Leichenkammerlobby. Sind sie zurückgegangen, haben sie ein Tragbar geholt. Wie sie wieder aufgegangen hat der Sepp zum Nazi gesagt, Teufel, hat er gesagt, Nazi, Bub, jetzt haben wir ganz vergessen, was für Betnummer das der hat. Da hat er gesagt, das werden wir gleich haben, sagt, das war in 13er Saal ein Unglückszahl. Hat er gesagt, wird bestimmt Betnummer 13 auch gleich sein. Hat er gesagt, gehen wir rein, sehen wir gleich. Wie sie so eine mit der Tragbar, haben sie bei den Betten nachgeschaut, hat er erzählt, hat er gesagt, 10, 11, nein, sagt er, der lebt noch, da schon her. 12, da 13, hat er gesagt, wieder gesagt, der schaut einen an, hat er gesagt, keins weiß, der wird schon sein. Haben sie ihn aufgeladen auf Tragbar, haben ins Marschieren angefangen. Und wie sie so über die Stirn runtergegangen, durch die Speilung, kennen Sie aus, ist der munter geworden.
Had ze omdraaid, had ik gezegd, hé, had ik gezegd, collega, wat is denn? Wo droogt ze me denn hin? Had die jongen gezegd, wo droogt ze me denn hin? Zei dan is het even, in de Leichenkammer, lobby. Ja, sagt er, seid ihr nicht narrisch? Hat er gesagt, ich bin noch gar nicht gestorben. Er sagt, red nicht so blöd daher. Hat er gesagt, der Oberarzt wird ja besser wissen wie du, oder? So, meine Damen und Herren, aber leider Gottes, dass wir wieder ein Stück weiterkommen. Auf geht's, Bum! Ich sehe nur mein Traum vor mir, warum der nicht vergeht. Ein ganz großmächtiges Haus, sehe ich, das hält in Flammen steht. Die Feuerwehr, die ist nicht dumm, die lasst sie lange Zeit. Und alle Leidl rundherum, die haben sie narrisch gefreut. Trara, trara, ja steht sich vor's Finanz am Brett. Trara, trara, was immerhin passieren könnte. Trara, trara, da rennen wir alle hin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Gestern in mein Stammlokal hab ich mein Traum erzählt. Mein Speziot vor lauter Freit statt Weinbenzin bestellt. Der Oberordner gesagt, ich kann das sehr, sehr gut verstehen. Denn jeden, den man fragt, der sagt, das wär doch wunderschön. Trara, trara, er stützt sich vor's Finanzamt brennt. Trara, trara, was immerhin passieren könnte. Trara, trara, da rennen wir alle hin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Dem Söchermeister Wurzinger, den hat das Lied so gefallen. Der tät gleich mit Begeisterung ein paar Kanister zahlen. 200 Blunzen gibt er drauf, die investiert er gern. Denn so eine Angelegenheit, das muss ein Volksfest werden. Trara, trara, er steht sich vor's Finanzamt brennt. Trara, trara, was immerhin passieren könnte. Trara, trara, da rennen wir alle hin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Und löschen. Und löschen, und löschen mit Benzin. Im Haus der Unbarmherzigkeit, da kennen sie kein Pardon. Die ziehen dort letzte Hosen aus, beim kleinsten Anlass schon. Ich zieh mich jetzt als Gammler an, ich brauche niemand gefallen. Denn wer nix arbeitet und nur stinkt, der braucht keine Steuer zahlen. Trara, trara, der stütze ich vor's Finanzamt brennt. Trara, trara, was immerhin passieren könnte. Trara, trara, da rennen wir alle hin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Und löschen, und löschen, und löschen mit Benzin. Danke sehr.